Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Netzentwicklungsplan 2037-2045, und zwar für das Stromnetz. Wir haben vor, ich meine Jahren mittlerweile, uns mal mit dem Stromnetzausbau und den Verfahren darunter herum beschäftigt, und ich glaube, es ist mal wieder Zeit, weil es gerade eine aktuelle Veröffentlichung gibt, dass wir mal reinschauen, wie das Ganze so läuft und wie da der Stand ist und wie man sich vor allem damit beschäftigen kann, weil so ein Stromnetzausbau betrifft ja auch uns alle privat, weil wir wohnen irgendwo und irgendwo in der Nähe gibt es Leitungen, die wahrscheinlich gebaut oder erneuert oder wie auch immer mal angefasst werden. Dafür gucken wir uns mal an die Seite netzentwicklungsplan.de. Wenig überraschend, dass der Netzentwicklungsplan auf einer genau so benannten Webseite zu finden ist. Das ist eine der weiteren gemeinsamen Informationsplattformen der vier Übertragungsnetzbetreiber, wie wir das ja auch von anderen Seiten her kennen, rund um zum Beispiel die Regelleistung oder die Seite mit den ganzen Umlagen und so weiter. Ne? Genauso gibt es netzentwicklungsplan.de für den Strom-NEP. Der NEP 2037-45 ist deswegen so benannt, weil hier verschiedene Zielszenarien praktisch betrachtet werden mit Weiterentwicklungen, die wahrscheinlich eintreten. Und dahinter steckt zum Beispiel ein sogenannter Szenario-Rahmenentwurf oder dann eben der Szenario-Rahmen zum Netzentwicklungsplan. Der wurde jetzt schon im letzten Jahr veröffentlicht. Wenn ihr euch hier nämlich mal herumklickt und hier in den eigentlichen Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber reingeht, dann ist der tatsächlich von, ich meine, Januar 22, genau hier, und hat hier auf über 100 Seiten beschrieben, wie wahrscheinlich in mehreren Entwicklungsszenarien sich, naja, Stromverbrauch und Stromerzeugung, vor allem dezentrale erneuerbare Erzeugung, aber auch natürlich der Anteil von fossilen Kraftwerken, die zentral stehen, der Anteil von Wasserstoff und von Elektrifizierung und so weiter hier auswirken. Und wie sich zum Beispiel auch der europäische Binnenmarkt entwickelt, also unsere ganzen Möglichkeiten, nicht nur zu handeln, sondern auch wirklich Strom fließen zu lassen über die Landesgrenzen hinweg. Und wie sie zum Beispiel auch Preise entwickeln und dementsprechend auch Marktsignale. Also dieser Szenario-Rahmen, der beschreibt nun also, wie das hier wahrscheinlich mal sich so entwickeln wird auf verschiedenen Ebenen. Das ist alles relativ wissenschaftlich auseinandergenommen und beschreibt meistens eben auch so eine eher konservative bis hin zu sehr progressiver Entwicklung. Das hatten wir gerade hier mal in der Tabelle gesehen. Szenario A, B, C, das sind die, ich sag mal, die Abteilung konservativ versus progressiv in der Weiterentwicklung. Das ist in den Szenario-Rahmen. Januar 2022 wurde dieser Entwurf veröffentlicht, ein halbes Jahr später von der Bundesnetzagentur genehmigt. Da finden wir hier zum Beispiel eine Begründung auch von der BNetzA, warum die das für in dieser Form sinnvoll halten. Dann kam es zum ersten Entwurf des Netzentwicklungsplans selbst. Der ist dann hier tatsächlich aus März dieses Jahres und wurde praktisch online gestellt, um im Großen und Ganzen konsultiert zu werden. Hatten wir schon 237 Seiten, da konnte diverses dazu gesagt werden. Und hier war entsprechend natürlich auch schon diverses Begleitmaterial, um eben sich weiter damit auseinanderzusetzen, wie wahrscheinlich konkrete Stromnetzausbaumaßnahmen zu planen sind, um diese Szenarien der Zukunft zu treffen. Aber jetzt ist es soweit, dass wir den zweiten Entwurf bekommen haben, und der ist jetzt so der entscheidende, weil hier die Rückmeldungen, in diesem Fall 288 Stellungnahmen, die an den Übertragungsnetzbetreiber gerichtet worden sind, gelesen und durchgearbeitet wurden und der ein oder andere Inhalt davon eben wahrscheinlich auch hier berücksichtigt wurde. Also diese Konsultation war Ende März bis Ende April, und jetzt haben wir ganz, ganz aktuell den zweiten Entwurf auf 267 Seiten. Der ist vom 12. Juni 2023, das ist ein Tag, bevor ich dieses Video aufnehme und wahrscheinlich auch veröffentliche, also sehr aktuell. Auf diesen gut 260 Seiten haben wir eine allgemeine Einführung, wie das hier überhaupt funktioniert. Diese gesamte Systematik des Plans und dann eben der Realisierung. Hier nochmal der Bezug auf den Szenario-Rahmen. Also was ist nun die Grundlage, mit der wir arbeiten, mit was wir annehmen, wie sich die nächsten zwei Jahrzehnte schlussendlich entwickeln werden. Marktsimulation, also was schließen wir jetzt daraus? Und dann geht es zu den einzelnen Punkten. Offshore-Netz, Nord- und Ostsee. Wie muss sich das entwickeln? Onshore-Netz. Wie muss sich das also an Land entwickeln? Was sind
Entwicklungsmöglichkeiten oder Innovationsmöglichkeiten auch am Netz selbst. Ne? Wir sehen jetzt sowas wie HGÜ, ne? Hochspannungs-Gleichstromübertragung, ja, und diverse, ich sag mal, Digitalisierungsansätze, könnte man sagen. Übersicht der identifizierenden Maßnahmen, ne? Da haben wir dann hier etwa 50 Seiten, wo Maßnahmen selbst aufgeführt werden. Da scrollen wir noch gleich mal rein und dann nochmal ein bisschen Bezug auf die Konsultation selbst auf gut 10 Seiten und dann Zusammenfassung. Ah, die Zusammenfassung ist natürlich dann so der Punkt, mit dem wir zum Beispiel gut arbeiten könnten, uns das nochmal schnell anzuschauen. Wichtig ist aber, wenn wir nochmal auf die Übersicht gehen, dass hier unten steht, dass das Teil 1 ist. Also diese 267 Seiten sind Teil 1. Dann gibt es noch den Teil 2 Anhang und der hat 802 Seiten. Das heißt, eigentlich hat dieser Netzentwicklungsplan etwas mehr als 1000 Seiten, fast 1100. Dieser Anhang beinhaltet die Projektsteckbriefe, die einzelnen. Also jede einzelne Maßnahme, egal ob jetzt Neubau oder Ertüchtigung des Netzes, ist hier mit einem Projektsteckbrief weiter ausgearbeitet. Ihr findet außerdem so ein paar andere Begleitdokumente, ne? Punktmaßnahmen, das ist nochmal so eine Zusammenfassung. Wenn wir da mal so reingehen, sehen wir hier nochmal eine Liste, was hier zu machen ist zum Beispiel und kriegen da aber auch solche netten Karten mit angezeigt, um so, ich sag mal, Schwerpunkte weiter auseinanderzunehmen. Ne? Das ist jetzt alles nicht uninteressant, je nachdem, wo man wohnt oder wie man hier als Unternehmen auch vielleicht beteiligt ist. Noch dazu Begleitdokumente, Studien, die das Ganze nochmal weiter unterfüttern. Ich hatte allerdings hier bei der zweiten Studie einen PDF-Fehler und auch bei der Kompaktvariante einen PDF-Fehler. Die konnte ich jetzt nicht aufrufen. Vielleicht löst sich das ja, bis ihr hier reinklicken wollt. Ansonsten müsst ihr mit den 1100 Seiten erstmal arbeiten. Also gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Wenn man einfach ein bisschen tiefer reinscrollt, sieht man ja auch jeweils, worum es geht. Eine allgemeine Erklärung, allgemeine Studie und ja, Entwicklungsvorausschau, also viel, viel Content, wie sich wohl was entwickeln wird. Ne? Zum Beispiel installierte Leistung im Bundesland im Szenario A 2045. Ne? Wie gesagt, A ist dann eben die konservative Entwicklung meinetwegen, während C dann die etwas progressivere wäre. Und das sehen wir hier, was erwartet wird über die nächsten 2 Jahrzehnte an ja, Anteilen praktisch der Erzeugungsmöglichkeiten. So, und dann wird das hier weiter auseinandergenommen, eben auch für die diversen Sparten oder Energieträger. Handel und so weiter und so fort. Diverse Inhalte. Und dann kommen wir eben irgendwann zu den Maßnahmen selbst. Hier ist dann zum Beispiel nochmal aufgeführt, ne, was sind bestehende Trassenlängen und dann ne, Projekte offshore, diese Megawatt sind dahinter, wann ist das jeweils gebaut worden? Mit Karten, mit kurzen Erklärungen. Also das ist jede Menge Content, um sich damit auseinanderzusetzen, wie das Stromnetz in Deutschland aktuell aussieht und wie es sich vor allem in den nächsten 2 Jahrzehnte weiterentwickeln soll. Wenn wir mal so ein bisschen scrollen, mal ganz schnell so durchscrollen, finden wir bestimmt mal eine Seite mit einer schönen Karte. Ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie klug, oder hier noch besser, klug mit dem Inhaltsverzeichnis arbeiten können, aber fangen wir mal hier an. Tabelle 32, Startnetz 50 Hertz. Hier sind jetzt die Maßnahmen drin, die in diesem Netzgebiet, also in dieser Regelzone besser gesagt, aktuell vorliegen. Hier ist beschrieben zum Beispiel, ne, ist das in welchem Bundesland, welche Nova-Kategorie ist hier aktuell betroffen. Nova steht für Netzoptimierung oder Verstärkung oder Ausbau. Das ist die Reihenfolge, mit der man hier eigentlich arbeiten würde. Man würde immer zuerst versuchen, das bestehende Netz einfach nur zu optimieren, weil da muss man nicht viel neu bauen. Man muss vielleicht die Steuerung des Netzes verändern, man muss vielleicht die Spannungshöhe verändern. Ne? Verstärkung wäre dann so einzelne Betriebsmittel verbessern, also wirklich so Bauteile, die praktisch hier dran stehen, Transformatoren und so weiter einfach ertüchtigen. Und Ausbau wäre wirklich der Leitungsbau. Ne? Also das ist so die letzte Stufe, die hier erst in Frage kommt. Wir sehen hier eben, ne, Verstärkungsmaßnahmen und Ausbaumaßnahmen. Ersatzneubau, Neubau neuer Trasse ist hier jeweils dahinter. Und dann sehen wir eben zum Beispiel, ist das europäisch betrachtet, ist das im Energieleitungsausbaugesetz und so weiter berücksichtigt, wie viele Kilometer sind davon betroffen im Ausbau und Bestand,
Wann soll das passieren? Ne? Anvisierte Inbetriebnahme 2024. Was ist der aktuelle Umsetzungsstand? Genehmigt in Bauvorbereitung oder im Bau? Ihr seht dann hier, ne, mehrere Stufen, 0 bis 4 sehen wir hier aktuell. Und dann hätten wir praktisch noch den Abschluss selbst. Naja, und so kann man sich erstmal einen Überblick verschaffen. Ich würde empfehlen, wenn ich jetzt meinetwegen in Thüringen wohne, ich zum Beispiel, ne, dann wüsste ich, wir haben auf jeden Fall rund um Fieselbach Baumaßnahmen, das ist bei Erfurt, und da haben wir zum Beispiel eine Verbindung Richtung Hessen. So, dann würde ich wahrscheinlich einfach mal die Suchvariante hier anmachen und mal gucken, ob ich Fieselbach finde. Ne, 5-mal, genau. Und hier haben wir es schon. Das dürfte ja sogar 50 Hertz sein. Fieselbach nach Hessen praktisch, genau. So, und dann haben wir, ne, zu Umbeseilung, das ist also nur eine Verstärkungsmaßnahme. Optimierung nicht, weil es wird ja was gebaut, es werden neue Seile oder bessere Seile, bessere Leitungen praktisch drangebracht. Das Ganze soll bis 26 passieren, ist also noch im Genehmigungsverfahren Stufe 3 praktisch so. Dann weiß ich alles klar, hier auf diesen 87 Kilometern wird innerhalb der nächsten 3 Jahre werden hier neue Seile, neue Kabel gespannt. Alles klar. So, dann könnte ich noch weiter suchen. Alles klar. Hier haben wir auch ein bisschen Ersatz Neubau. Auf diesen 37 Kilometern müssen eben ein paar Leitungen auch komplett wahrscheinlich mit den Trassen selbst, mit den Türmen selbst neu gebaut werden. So, Bad Sulza ist auch in Thüringen. Ne? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Kann ich mich damit auseinandersetzen, was hier so passiert? Hier haben wir sogar schon die Genehmigung. Das ist also jetzt im Kommen, wird bis nächstes Jahr realisiert und dann ist es praktisch irgendwann abgeschlossen. So kann man noch ein bisschen weiterschauen. Wir noch mal was Weiteres. Und hier unten dann eben noch bevorstehende Geschichten, die zum Beispiel bis 2030 laufen sollen. Und so kann ich mir selbst eine Idee davon machen, was in meiner Gegend zum Beispiel gebaut werden wird. Fünftes Ergebnis, auch noch bis 2037, noch keine Aktivität, alles klar. Hier haben wir auch noch was. Und jetzt ist das ja nur eine Tabelle. Das ist also noch nicht so ganz anschaulich für mich, wie ich damit weiter umgehen könnte. Bevor wir hier noch weiter reinschauen in eventuelle Karten, es gibt ja die Projektsteckbriefe. Wenn ich also hier, ja, wahrscheinlich muss ich nicht mal suchen, wenn ich hier also mal einfach scrolle und sage, genau hier, Fieselbach-Meckler, hier haben wir sogar schon. Netzverstärkung, das haben wir gerade eben gesehen. Das ist jetzt Seite 291, in diesem Dokument natürlich ein bisschen weiter vorne, weil das praktisch erst auf der 275 beginnt. Wenn ich jetzt so reingehe, sehe ich, alles klar, hier habe ich meine Maßnahme, die ich gerade angeschaut hatte. Hier haben wir eine Umbeseilung mit wenig Masttauschen. Also hier müssen nur wenige dieser Trassentürme angefasst werden. Ansonsten einfach nur die Kabel gebaut werden. Ne? Das Ganze ist seit 2021 schon weiter vorangeschritten. Ne? Wurde in der Bundesfachplanung nicht weiter berücksichtigt. Ist jetzt im Planfeststellungsverfahren, das heißt deutsche Bürokratie im Bauverfahren. Und wird dann demnächst angefasst, sollte in den nächsten 3 Jahren realisiert werden. Ne? An diese Zeile können wir uns erinnern aus dem anderen Dokument gerade. Jetzt ist hier eine kurze, ich sag mal, wirklich steckbriefartige Erklärung, was dahinter steckt. Na, nach NOVA-Prinzip soll hier praktisch verstärkt werden, weil eine Optimierung nicht reicht, aber ein Ausbau ist auch nicht nötig. Also Folgendes steckt dahinter. So, und damit können wir ein bisschen arbeiten. Wir sehen hier auch nochmal ein bisschen eine Karte. Einordnung im Entwicklungsplan selbst. Und das war's dann. Ne? Danach kommt der nächste Steckbrief. So kann man ein bisschen damit arbeiten, eben für sich selbst, sag mal, die Wirkung auf na, meine Umgebung sich anzuschauen. Und ansonsten, als Wirkung auf die gesamte Energiewirtschaft, würde ich einfach sagen, geht in Kapitel 9, ab Seite 250 Zusammenfassung, und lest euch diese nächsten gut 10 Seiten durch. Die sind tatsächlich die gesamte Wirkung, was in diesem Stromnetzausbau zu sehen ist, und hier ist natürlich auch viel Analyse dessen, wie sich unser System die nächsten Jahre verändern wird. Na, zum Beispiel, ne, Transportbedarf wächst mit dem Ausbau erneuerbarer Energien deutlich. Das wird hier nochmal mit Zahlen hinterlegt, dahinter stecken Studien und schlussendlich wird gesagt, ne, wir stehen aktuell im Referenzjahr 21 bei 59 Gigawatt Photovoltaik und zum Beispiel 8 Offshore, 56 Onshore Gigawatt jeweils. Und die sollen über die nächsten Jahre natürlich deutlich ansteigen. Und diese Entwicklung muss dann eben auch im Stromnetz berücksichtigt werden. So, und das wird hier ein bisschen weiter begründet. Welche Rolle wird Wasserstoff haben? Wie ist die weitere Digitalisierung und Vernetzung zu sehen? Ne, auch hier in Bezug auf Redispatch zum Beispiel.
Klimaneutralitätsnetz ist dann auch so ein Thema, ne? Wenn wir weiter dezentrale Erneuerbare bauen, müssen wir die eben entsprechend auch digitalisiert vernetzen. Und dann ist am Ende des Tages das Stromnetz ein Klimaschutznetz oder ein Klimaneutralitätsnetz, weil wir eben hier vor allem unser erneuerbares System ermöglichen. Da sehen wir eben so allgemein bezogen auf, sagen wir, die Ausbau- oder die Ergebniskilometerlängen zum Beispiel auch, ne, das Investitionsvolumen, was dahinter steckt. Das müssen wir eben bedenken, das sind vordergründig erstmal die Kosten der Übertragungsnetzbetreiber. Die haben natürlich Entgelte, die von uns allen bezahlt werden über jede Kilowattstunde. Und dementsprechend ist das schlussendlich nicht direktes Steuergeld, was benutzt wird, sondern eben tatsächlich privatwirtschaftlich durch die hoheitlich geführten Übertragungsnetzbetreiber geführte Maßnahme, die wir am Ende des Tages über jede unserer Stromrechnung auch mit bezahlen. Ist deswegen auch natürlich sinnvoll, weil das unser Energiesystem auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sichert und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, weiterhin aus der Steckdose Strom zu beziehen, ohne dass wir viel dafür machen müssten. Bezug auf Offshore natürlich haben wir in der Nordsee, auch teilweise in der Ostsee, immer noch jede Menge Potenzial. Da müssen aber viel mehr Leitungen gebaut werden. Das ist immer ein riesiges Problem gewesen in den letzten Jahren. Na, da haben wir auch richtig viel Investitionsvolumen dahinter stehen. Und so weiter. Ne? Diverse, ich sag mal, auch positionspapierartige Aussagen. Ne? Wir brauchen mehr Umsetzungsgeschwindigkeit, wir brauchen mehr Innovation, etc. etc. Ist alles schön und gut. Am Ende nochmal ein bisschen Klosar. Also diverse Abkürzungen oder Fachbegriffe, die erklärt werden. Und das ist es dann auch schon. Das ist im Großen und Ganzen so der Netzentwicklungsplan. Jetzt würde ich natürlich sagen, damit man wirklich schön nochmal sich damit auseinandersetzen kann, würde ich nochmal mir die eine oder andere Karte anschauen wollen, die es hier natürlich auch gibt. Weil wir haben gesehen Tabellen, wir haben gesehen diverse Texte, schön und gut. Aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen hochscrollen und einfach die Augen offen halten, sehen wir dann eben auch nicht nur so allgemeine Darstellungen oder Tabellen mit Entwicklungen, sondern wir sehen eben zum Beispiel auch hier mal eine Karte. Das ist in diesem Fall in Bezug auf Blindleistungskombinationsanlagen. Blindleistung auch ein wichtiges Thema, werde ich vielleicht mal in einem Video demnächst ansprechen, wie wir Wirkstrom, Blindstrom und Scheinleistung, dann schlussendlich Scheinstrom eigentlich auseinandernehmen und was das für Bedeutung hat. Hier sehen wir ja auch so ungefähr die Ecke. Ne? Ich bin hier in etwa, genau hier ist Fieselbach, das hatten wir uns gerade vorhin angeschaut. Da geht es hier rüber nach Hessen. Fieselbach ist, wie gesagt, ungefähr bei Erfurt. Naja, und dann sehen wir hier sind jede Menge Anlagen rund um eben dieses Blindleistungsthema. Das ist deswegen wichtig. Blindleistung kann zwar für, ich sag mal, den allgemeinen Stromverbrauch nicht genutzt werden, ist aber für die Aufrechterhaltung des Stromnetzes und vor allem auch für den Betrieb von Generatoren ganz wichtig, weil es eben für, ich sag mal, die Magnetfelder, die dann notwendigerweise genutzt werden, um dann Strom erzeugen zu lassen, auch gebraucht wird. Das heißt, Blindstrom ist wichtig im Netz, ein notwendiges Übel, hört man manchmal, und dementsprechend hat das hier auch eine Bedeutung. Kompensation auch deswegen, weil wir natürlich Blindstrom nur so viel drin haben wollen im Netz wie nötig, weil na, kann ja nicht aktiv genutzt werden. So, und hier gibt es dann wieder Bezug auf hier bestimmte Maßnahmen, in diesem Fall Höherauslastung bis 2030. Also ihr sucht praktisch nach den Karten, die für euch interessant sind und könnt euch dann jeweils ein Bild machen, was in welcher Gegend gerade wie betroffen ist. Hier zum Beispiel deutsches Höchstspannungsnetz mit Startnetz nur Leitungsprojekte. Hier sehen wir also, wie diverse Leitungen gebaut werden. Anhand der Farben unten sehen wir den Stand, ne? Noch Vorbereitung, Raumordnungsverfahren oder Bundesfachplanung, Genehmigungsverfahren, genehmigt in Bau oder realisiert, ist hier jeweils mit Farben zu sehen. Naja, und damit kann man sich ein Bild davon machen, was in Deutschland die nächsten Jahre, Jahrzehnte über den Netzentwicklungsplan passieren wird. Ihr habt schlussendlich eine ganze Menge an Inhalten in diesen Dokumenten. Das ist definitiv für örtlich Betroffene interessant, aber eben auch für diejenigen, die sich mit dem gesamten Weiterentwicklung des deutschen Stromnetzes beschäftigen wollen. Jetzt sehen wir hier, sind wir trotzdem nur im dritten Schritt. Es kommt hier demnächst noch die Bestätigung des Netzentwicklungsplans durch die Bundesnetzagentur. Die wird also demnächst sagen, alles klar, so ist das in Ordnung oder wir haben diverse Anpassungswünsche oder Forderungen, besser gesagt, weil die Bundesnetzagentur hat hier natürlich das letzte Wort. Und dann der Umsetzungsbericht, der praktisch nochmal
genau darauf eingehen wird, wie der aktuelle Stand ist und wie die Entwicklungen hier zu sehen sind. Weil auch wenn hier diverse Maßnahmen zeitlich eingeplant werden, heißt das noch lange nicht, dass die dann auch passieren. Wir haben also in den letzten Jahrzehnten oft gesehen, dass Maßnahmen dann eben auch doch nochmal torpediert worden sind durch entweder politische Herausforderungen oder durch gesellschaftliche Proteste zum Beispiel. Auch wenn das heute nicht mehr ganz so sehr das Thema ist, das hat sich in den letzten 10 Jahren deutlich, ist es deutlich zurückgegangen, ne? Muss man schon so sagen. Okay, wer sich weiter grundsätzlich mit diesem Thema des Netzausbaus beschäftigen will, kann auch einfach mal hier auf die Gesamt-Landingpage gehen und sich mit den diversen Plänen und Entwicklungen auseinandersetzen. Na, es gibt hier zwar den zweiten Entwurf, ne, der hier, wie gesagt, jetzt gerade zur Bundesnetzagentur gegeben ist und dort noch bestätigt werden muss. Wir finden aber eben auch andere Planungshorizonte, wir finden hier Informationsveranstaltungen, wir finden hier also jede Menge auch dann wieder Konsultationen zwischendurch, wo jeder auch sein Feedback geben kann zum Netzausbau und zu den Planungen. Und insbesondere im Bereich Verstehen können wir uns einen Plan davon machen, wie eigentlich der Ausbau genau aussieht und organisiert wird. Der Bezug auf die Projekte ist nochmal deswegen interessant, weil alles, was wir uns gerade angeschaut hatten, auf PDF-Ebene kann man hier in einer digitalen Karte nochmal genauer anschauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Alles klar. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon hört, mein Baby ruft gerade. Das heißt, ich werde jetzt mal dieses Video beenden. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen zum Netzentwicklungsplan, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Geht auf unser Lernportal nf.de. Wir haben einen tollen neuen Mitgliederbereich für Marktkommunikation als Abo monatlich zu bezahlen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.